Mitunter, ja. Geben Sie auch mal eine. Also wie gesagt, am Tag eine Zulassung. Also das, was Sie als Zulassung verstehen, das ist wahrscheinlich das, was wir als... Eine amtliche Zulassung. Also die von einem Zulassungsbehörde ausgestellt wurde. Genau. Von, ja, von welchem Staat auch immer. Ich möchte das gerne dokumentieren. Ja, das gehört alles mit zu der ganzen Dokumentations... Okay. Können Sie gerne machen. Es wird nicht gegen Sie verwendet werden. Das ist die Übereignungs- und Nutzungsurkunde dieses Autos mit dieser Nummer an den Staat Terranier, Netzwerkstaat. Netzwerkstaat? Internetstaat oder was? Ja, genau. Okay. Na, ein legalerer Zusammenschluss als das, was Sie die Bundesrepublik. Junge, junge Mann, darf ich das mal an mich nehmen? Oh, Sie dürfen und Sie. Ja. Möchten mit Sicherheit auch alles erstmal lesen, bevor Sie mir irgendwas sagen davon, dass das nicht nötig sei oder sonst. Ich gehe mal. Warum? Ich würde Sie bitten, ich wollte ist das dieser Ex-Terpal oder was heißt das? Ist das ein Internetstaat oder wie soll man das jetzt? Nein, das ist eine Stadt in Deutschland, da wo die Ex-Entsteine sind. Was? Wo die Externsteine sind. Mitteldeutschland zwischen Bielefeld, Detmold, die Ecke da. Okay, gut. Also nichtsdestotrotz. Extertal ist die letzte Gemeinde, wo ich damals ohne festen Wohnsitz. Also nichtsdestotrotz erwecken diese Urkunden den Anschein einer Urkunde. Also diese Kennzeichen. Ja? Das erfüllt den Straftatbestand der Urkunde. Weil diese Urkunden müssen von einem amtlichen Dokument. Von einer amtlichen Behörde ausgestellt richtig, werden. Richtig, genau. Und genau das haben wir geschaffen. Ja, Sie, aber nicht die amtliche Behörde. Wer ist denn eine amtliche Behörde? Die Zulassungsbehörde ist eine amtliche Behörde. Wer ist denn, wer steht denn dahinter? Der Staat. Wer steht hinter dem Staat? Deutschland. Wer ist Deutschland? Wer in Deutschland ist Staat. So, Moment, Sie wollen mir hier gerade ein Problem aufdrücken, weil Sie etwas nicht verstehen und nicht unterrichtet sind. Na klar, na klar. Okay. Und ich muss wenigstens das Recht haben, da so Sie müssen sich ja auch nicht weiter äußern dazu, Sie können sich auch Rechtsanwalt nehmen, Sie können auch zu jeder, das werde ich zu jeder Zeit können Sie auch sogenannte Rechtsanwälte erheben, das ist auch Ihr gutes Recht. Gesagt, Sie müssen sich nicht äußern, aber Sie müssen halt Maßnahmen erdulden. Ich würde Sie bitten, dass Sie mir bitte mal den Schlüssel für dieses Fahrzeug geben. Nun, ganz bestimmt nicht. Doch. Ich muss mir hier das Fahrzeug mir mal genau angucken, inwieweit die Fahrgestellnummer stimmt und ob das Fahrzeug die Spannung stimmt. Na, dann kann ich den Schlüssel bedienen und Ihnen zeigen, was Sie sehen möchten. Würden Sie mir bitte diesen Schlüssel geben? Nein. Dazu haben Sie keine Befugnis. Haben Sie nicht. Entschuldigung. Und na gut, dann zeigen Sie Moment mal, dann möchte ich entschuldigen. Sehen wir aus wie Förster oder was? Nein, Sie sehen aus wie Polizisten. Oh, das ist ja schon erstmal ganz gut. Ich aber bitte gerne jetzt mal Ihre Ausweise sehen. Weil eine Polizeiuniform kann ich mir auch ausleihen. Aber das reicht dann aus, um es zu legitimieren. Ich habe ich werde ihn nicht ausfindigen, das werde ich Ihnen gleich sagen. Dazu bin ich nicht verpflichtet, sondern ich werde Ihnen meinen Ausweis zeigen. Bitte. Dienstausweis? Das ist mein Dienstausweis. Ich würde gerne Ihren Amtsausweis sehen. Das ist mein Amtsausweis. Mein Dienstausweis. Nein, das ist Ihr Dienstausweis. Gut, damit habe ich mich hiermit legitimiert. Und ja, ich habe mich hier auch gerade legitimiert als ein freier Mensch. Ja, gibt es nicht legitimiert. Nee, Moment. Mehr gibt es nicht, junger Mann. Ich habe es gerade hiermit getan. Ich habe mich ausgewiesen. Und das reicht nicht. Pass auf, ich erkläre Ihnen ganz kurz, für jeden Menschen verständlich, wir leben hier in Deutschland. Ja, Sie leben in Deutschland. Warten Sie ab. Wir leben ich hier in Deutschland. Ich bin kein deutscher Staatsbürger mehr. Ob Sie die deutsche Staatsbürgerschaft abgelegt haben oder nicht, aber Sie führen hier in Deutschland ein Auto. Nein, das stimmt nicht. Sie fahre ein Auto, aber ich führe es in Terranier. Auch wenn Sie das gerade nicht verstehen können. Nee, diesen Staat gibt es nicht. Ja, weil Sie noch nie davon gehört haben. Diesen Staat gibt es nicht. Sie haben mir selber gesagt, es ist eine Netzwerkgesellschaft im Internet. Ja, und also woher haben wir denn eine Legitimation,
etwas solches nicht zu tun, wenn irgendwer mir eine deutsche Staatsbürgerschaft aufdrängen will, die ich nur ablegen kann, wenn ich irgendeinem anderen menschengeschaffenen Herrschaftssystem mich unterstelle. Okay, ich glaube, wir holen jetzt einen Funkwagen. Ja, bitte. Holt 3, 4, 5 Funkwagen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wie gesagt, außerdem, mal abgesehen davon, wenn Sie dann in ein anderer Staatsbürger sind, haben Sie sich nach deutschem Recht und Gesetz zu halten, wenn Sie sich hier in Deutschland aufhalten. Richtig? Richtig. Richtig. Und dann steht Ihr Auto falsch. Da geht schon erstmal warum los. Steht das ist das Auto Erste. Wenn Sie, passen Sie auf, nee, wenn Sie, dann passen Sie, hören Sie, Sie ja, da will verstehen. Ich doch gerade machen. Will ich okay. doch gerade machen. Wenn Sie denn meinen, wie gesagt, ein Bürger eines anderen Staates zu sein, dann haben Sie sich, wenn Sie in Deutschland am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen wollen, haben Sie sich vorher zu erkundigen, wie Sie sich hier im Straßenverkehr zu verhalten haben, beziehungsweise wie die Verkehrsregeln sind. Das weiß ich nicht. Ach, das wissen Sie? Ja, ich habe Na, dann wissen Sie auch, dass Ihr Auto verkehrt steht. So einfach ist es. Und wenn Sie es nicht wissen, dann sollten wir Ihnen den Führerschein nämlich wegnehmen. Ist das so? Das ist so. Wenn Sie das Einfachste nicht wissen, sollten wir Ihnen vielleicht den Führerschein wegnehmen. Was ist denn für Sie das Einfachste? Einfach zu glauben, was alle glauben? Nein, Sie sind die... Nee. Ich bitte unterstellen Sie mir nicht, dass ich nicht weiß, wovon ich rede. Junge Mann, Sie sind ja in der vergessbrüchigen Zone. Sie müssen... Genau. Wir dürfen nur dastehen, wo das Parken erlaubt ist. Hier ist nicht erlaubt zu parken. So sieht's aus. Und so fängt es mit Punkt Nummer 1 an. Punkt Nummer 2, Urkundenfälschung. Punkt Nummer 3. Ja, Sie sind nicht der Einzige. Wir würden gerne jetzt die Parkstelle überprüfen. Ansonsten können wir diese Sachen auch mit Zwang ausführen. Das möchte ich weniger tun, weil das Fahrzeug muss ja irgendwo mal wegbewegt werden. Ja, ja das und kann ich machen, wenn ich nee, das dürfen hier Sie so gar nicht mehr machen. Nein, doch, das Auto das wird... Darf in, ich. Nein, das Auto wird... Das verstehen Sie nicht. Ich will mit jetzt, welcher ich will jetzt Legitimierung? Junger ich Mann, möchte Sie ich noch will mal Sie jetzt auch nicht verstehen, sondern Sie haben richtig, unser Maß. Sie wollen mich nicht korrekt. Verstehen, weil ich Sie habe, am 1.9. Ihre Miete kann, zahlen weil, müssen. Genau. Deswegen drängen Sie mir Ihren Mist genau. auf. Genau, das ist nicht Mist, sondern genau. das ist ziemlich arschig. Das ist mir jetzt auch egal. Ja, das natürlich. Wir müssen jetzt Sie müssen ja am 1.9. Ihre Miete zahlen. Wir müssen nicht nur dieses Gequatsche auf Müll reduzieren, sondern ich kann Ihnen nicht folgen. Ich will Ihnen folgen. Ich will nicht Ihnen folgen, sondern Sie haben meinen Maßen zu folgen. Warum? Weil es warum so ist, weil ich das Gesetz. Mir das Recht, das mir Gesetz, das Gesetz. Das Gesetz. Das welches Gesetz? Und welches Landes? Das deutsche Land. Wenn hier Deutschland existiert ja, nicht. Ein bisschen Jenseits vom Guten und Böse. Wenn hier Parkverbot ist, was ist dann mit den anderen Fahrzeugen? Das Problem ja, das geht Sie aber genauso nein, an. Sie ist auch ein freier Mensch. Denn Sie sind betroffen an der Maßnahme. Sie ja, Sie ist genauso betroffen. Nein, Sie sind betroffen. Und Sie sind genauso betroffen. Junger Mann, also ich weiß weil Sie stehen Ruhe, hier und vertreten ein System, dessen Sinn genau, Sie überhaupt deswegen bin ich hier verstehen. Und vertrete das System, weil ich das System durchsetzen muss. Und Sie haben sich hier diesen zu fügen und zu dulden. Ist nein, es ich will nicht ein mit wenig. Ihm. Nein. Natürlich wollen ich, Sie nicht, weil Sie wissen, dass ich recht habe. Nein, das Sie ist unfair. Recht, Sie drängen mir gerade ja, Ihren richtig, Willen auf. Jawohl. Und warum tun Sie das? Will, weil ich das vom Gesetz her machen muss? Nein. Ja. Weil es Ihre Entscheidung Mann, ist, das also zu tun. Also ich werde jetzt lange, ich werde das, die Maßnahmen wie werden langsam. Wie viel sind Sie denn mehr wert als ich, der ich Ihnen langsam die Maßnahmen auch irgendwo mit Zwang durchsetzen, wenn Sie das nicht ja, mehr wollen. Ja, was für ein Zwang. Ich werde Sie festnehmen. Sie werden mich festnehmen. Wunderbar. Warum? Weil ich hier stehe und sage, ich bin ein freier Mensch und möchte mich Ihnen nicht wollen, weil ich jetzt diesen Wagen kontrollieren muss. Wir können Sie können den Wagen kontrollieren, Sie auch wenn ich alles aufschließe. Das wo ist das Problem? Problem warum? Weil dieses Fahrzeug ist das Fahrzeug überhaupt versichert? Ja, es ist P2P versichert. Weitaus besser in ja. diesem Netzwerk, in dem wir dafür dann zeigen Sie mir doch mal die Versicherungsurkunde. Die Versicherungsurkunde. Genau, aus. Kommen Sie mit. So wird Pension gestiegen. Danke. Kennen Sie bezahlen Sie Steuern? Bezahlen Sie dieses Steuern? Nein, warum? Das ist ja nicht in Deutschland angemeldet. Okay. Das ist in Terrania angemeldet. Okay. Ist klar. Gut, dann zeigen Sie bitte mal Ihre Fahrgestellnummer. Die möchte ich bitte mal kontrollieren. Ja, sehr gerne. Na. Ich kann Ihnen sogar die Papiere von Ihnen. Schon ab 3 Tage zu lange.
eine Woche schon hingekriegt. Und die meisten habe ich eine Woche. Ja, das sparst du noch ein. Ich habe das gerade erklärt. Ja, deswegen bin ich hier. Junger Mann, ich glaube, Sie haben ein generelles Problem mit der Behörde. Nein, ich habe kein Problem mit der Behörde. Ich glaube, ich habe ein Problem mit der Behörde. Ich habe ein Problem mit der Behörde. Das ist leider das Problem. Ja, genau das ist das Problem. Ja. Oh, toll, das ist meine Erkenntnis. Ich bin in Deutschland. Ich möchte hier gerade kurz bitte festhalten, dass die Herren Polizisten auch bis jetzt es nicht für nötig gehalten haben, meine Papiere, die sie angefordert haben, auch mal durchzulesen. Sie wissen nicht, was ihnen gerade passiert. Vielleicht würde er sich bereit erklären, die Fragestellung mir zu zeigen. Wir müssen ja beleuchten, also ich sehe das nicht sonst eigentlich. Okay, schreiben wir dann. MSRG? 9, 2, 4, 3, MSRG, ja? MSRG, 9, 2, 4. 9, 2, 4. 1, 2, 4, 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 Schreibt immer die Forschung, obwohl die kannst du einfach suchen. Das RG 924. Ne, lass ich, hab ja hier. Ne, den brauche ich nicht. Und wann ist denn der? Warte mal. Den Vorsitz, naja, dann hat er ja. Wenn das so. Er wird auch die einen richtigen Keller hier haben. Er hat letztes Jahr schon bei so einer Gelegenheit mal jemand gesagt, dass man gegen so Typen wie mich was vorgehen kann. Aber die uns da jeden Tag den Himmel mit Chemikalien zusprühen, weil sie auch nur ihren Job erledigen und auch nur Befehle befolgen, gegen die ihr nichts tun könnt. Leute wie ihr, die die ganze Zeit Gewalt ausüben müssen und anderen ihren Willen ausüben. Hast du mir nicht eben mit Gewalt gedroht? Ja, nee, ich muss ja irgendwann so. Also, wenn sie jetzt zu mir du sagst, sag ich zu ihm auch du. Ja, bitte. Gut. Also pass auf. Also wenn ich drohe dir Gewalt an, weil ich es tun muss, weil ich irgendwann mal zu Potte kommen muss. Ich sehe ein, dass du in deiner eigenen Welt lebst. Ich habe damit kein Problem. Aber wenn du auf einen realen Menschen stößt, der in der realen Welt, und zwar Bundesrepublik Deutschland, Berlin lebt und Gesetze ausführen muss und durchsetzen muss, dann musst du es auch respektieren. Dann musst du damit klarkommen. Das ist mir auch egal, in welcher Welt du lebst. Du kannst leben, so viel wie du willst. Nur muss die deutschen Gesetze anwenden. Die Dinger müssen wir dann her auch noch mit wegnehmen. Ja, nee, die müsst ihr gar nicht mit wegnehmen. Das seht ihr komplett falsch. Ja, gut. Und das, was darauf folgt, könnt ihr euch nicht vorstellen. Gut, damit kann ich nicht. Weißt du, ich habe so viele Menschen gehabt, die mir schon Sachen angedroht haben oder Sachen prognostiziert haben, die eintreten werden, die aber nie in mein Leben eingetreten werden. Außer vielleicht, dass verletzt worden sind. Hörst du, ganz im Ernst, mal ganz im Ernst, so wirklich, so runter, ich sehe dich jetzt mal ganz bewusst nicht als Polizisten, weil ich nicht so mit dir umgehen möchte. Okay, können wir anders machen, das ist kein Problem. Ja, so wirklich als Mensch. Warte, ich muss mal meinen Kollegen vergleichen, bitte mal. Ja, ob das mal ja, ob das soll ich. Ich will auch eine Mannschaft. So, was hast du? So. Wo haben Sie denn die richtigen Kennzeichen, junger Mann? Ich mach schon. Das sind meine richtigen Kennzeichen. Nee. Komm mal mit. Das
Mir sind da irgendwann mal ein paar Sachen aufgefallen. Ich sehe dich jetzt mal ganz bewusst nicht als Polizisten, weil ich nicht so mit dir umgehen möchte. Okay, können wir anders machen. Also kein Problem. Ja, so wirklich als Mensch. Warte, ich muss mal meinen Kollegen vergleichen, bitte mal. Ja, ob das so ist. Ich will auch eine Mannschaft von Kaufmann. So, was hast du? So. Wo haben Sie denn die richtigen Kennzeichen, so, junger Mann? Ich mach schon. Das ich sind schon meine richtigen Kennzeichen. Nee. Komm mal mit. Sie sind da irgendwann mal ein paar Sachen aufgefallen. Ja. Wo in dieser realen Welt, ich früher genau so wahrgenommen habe, wo ich in einem System gesteckt habe, aus dem ich überhaupt gar keinen Ausweg rausgesehen habe. So. Und dann habe ich irgendwann mal ganz schwere Depressionen gehabt und bin in der Klasse. Deswegen habe ich da selber einweisen. Wann warst du noch? Vor 7 Jahren, dann bin ich 30 drin geworden. Da haben wir zu denken. Ne, weil irgendwie habe ich mir gedacht, so, verdammt, du gibst dein Bestes, du tust, was du nur kannst, und kommst nicht vorwärts. Und irgendeinen Grund musst du das haben. Und dann kam es halt so, hat sich das so ergeben, dass ich zu der Zeit halt wirklich noch alles verloren hatte, was ich hatte. Ein Tattoo-Studio, eine Frau, eine Wohnung. Das ist meine jetzige, eine, mit der ich sehr viel Zeit habe. Und alles klar. Alle? Dann ist mir immer klar geworden, warum ich nicht weitergekommen bin. Ich war ständig und permanent das getan habe, was andere Leute machen wollten. Weil ich mich ständig nämlich wohl habe, den Willen anderer Leute aufzunehmen. Und genau das ist das Kernproblem in dieser Gesellschaft. Kleinen Moment mal, junge Frau. Wir können mittlerweile was dagegen tun. Also ist alles sauber mit dem Auto? Wir versuchen zu kommunizieren, ja. Also, gut, bring ihm mal bei, dass er hier in Deutschland diese Kennzeichen anzubringen hat. Und keine andere. Nee, diese Kennzeichen darf ich gar nicht abbringen, weil die sind abgemeldet. Nein, das Fahrzeug ist nicht abgemeldet. Das haben Sie gerade rausgefunden. Das habe ich gerade rausgefunden. Das sollte nicht so sein. Das Fahrzeug ist nicht so. Wann hast du das Fahrzeug gekauft? So. Wir haben das letzte Woche abgeholt. Und es sollte eigentlich, weil Sie haben extra gesagt, der Wagen kann nur mit neuen Nummernstellen runtergefahren werden, weil er abgemeldet worden ist, weil er über eBay gekauft worden ist und wie das dann halt so als Sicherheit, dass Sie den nicht mit. Deswegen wundert mich das sehr. Dass er nicht abgemeldet ist. Er ist nicht abgemeldet. Wie lange dauert sowas, wenn man den abmeldet, bis das durch ist? Kann das vielleicht daran liegen, dass das erst eine Woche her ist? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Finden wir aber raus, das wird definitiv irgendwie. Okay, pass auf, ich habe jetzt mal ein anderes Problem. Wir müssen ja mal jetzt zu Potter kommen. Genau. Du hast deinen Standpunkt, ich habe meinen Standpunkt. Wir müssen uns dann bitte treffen. Und meistens verdrängt die Realität die Traumdeuterei. Und ich versuche jetzt mal zu akzeptieren, dass du dieser Welt lebst. Das ist in Ordnung so. Ich lasse jetzt nicht dran. Ne? Ja. Diese Kennzeichen, die dafür zuständig sind, die darf ich dir auch dran nehmen. Du hast ihn mit. Habe ich dabei versucht zu erklären. Du hast es nicht. Nein, die habe ich gar nicht mitbekommen, weil der Wagen vorher abgemeldet war. Also nach meiner Kenntnis, ich habe es nicht nötig, euch irgendwas vorzulügen, brauchte ich nicht. Habe ich, und ich habe eine Zeugin dafür, ich habe keine Nummernschilder mitbekommen, dafür habe ich noch mehr Zeugen. Also, keine Ahnung, also die uns halt den Wagen verkauft haben. Aber deine Kennzeichen, die da dran sind, die dürfen da nicht dran sein. Das weißt du auch. Ich weiß, nein, dass du. Doch, jetzt bin ich dran. Doch, pass auf. Ich weiß, dass du das Fahrzeug da annehmen. Können wir uns auf was anderes einnehmen? Wir können gerne hier vor Ort die nötige Recherche betreiben, um klarzustellen, dass ich Recht habe mit meinen Aussagen. Ja, und dass deine nur Aussagen ausschließlich daran liegt, warum, dass Leute wie wir durch Leute wie dich. Davon abgehalten werden, in genau Situationen wie diesen, um das möglich zu machen für alle. Mann, hey, wie weit sollen wir es denn noch treiben? Hey, da kursieren im Internet, kursieren irgendwelche. Ich möchte auch nicht, dass wir eben mit dieser Sache mittlerweile durchsetzen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja? Ich sehe, dass du auch ein Problem mit dir selber hast. Nein, ich habe auch. Ja, ist egal, du hast es gehabt. Du hast es früher mal gehabt, ja, mit genau. Aber es erweckt schon den Eindruck bei mir, dass du doch ein kleines Problem hast. Ne?
Aber das wäre das doch definitiv erstmal wert herauszufinden, ob das stimmt oder nicht, bevor ihr einen Einschnitt in mein Leben macht, der gravierend nicht nur für mich ist. Könnte so weit gehen, dass wir sagen, okay, du hast so ein Problem mit mir, dass wir dir vielleicht sogar einen Arzt vorstellen müssen. Das will ich aber gar nicht, weil das Problem einfach nicht da ist, weil so weit ist es, weil du für dich hier noch keine Gefahr darstellt oder eine Gefahr für andere. So, es könnte aber sein, wenn wir jetzt das Ding, diese Kennzeichen das nämlich abbauen, da könntest du nämlich daran körperlich hindern, aus irgendeinem Grund. Das möchte ich gar nicht weit kommen lassen. Deswegen würde ich dich bitten, bitte dich eigentlich, dass du diese Dinge uns abbaust und uns übergibst. Ja? Weil diese Dinger sind halt, muss ich leider vom Gesetz her beschlagnahmen, das, was dich zwar ankotzt, ja? Aber das Gesetz sagt aber aus, dass Menschen, die in einer gewissen seelischen Notlage sind, halt auch nicht bestraft werden. Ja? Sage ich dir auch gleich von vornherein. Ja? Also, dann möchte ich aber, weil ihr eben explizit danach gefragt habt, lest bitte meine Papiere. Es steht eindeutig drauf, was ihr wissen müsst, um zu wissen, dass ich definitiv im vollen Besitz meiner geistigen Kräfte bin. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie. Weil ich mich seit sieben Jahren genau damit beschäftige und dadurch Dinge herausgefunden habe und nicht allein, sondern die mittlerweile Tausende von Leuten machen und es werden jeden Tag mehr. Als erstes, da ihr immer noch nicht unterwegs zu meinen Papieren seid. Ich möchte euch erzählen, was ich mit diesem Wagen machen möchte, werde. Ich würde ganz gerne erstmal einen Kaufvertrag sehen von diesem Wagen. Den habe ich nicht, weil mir dieses Fahrzeug als Geschenk zur Verfügung gestellt worden ist. Er wäre aber in der Nähe und ich darf ihn noch nicht einsehen, weil man nicht möchte, dass ich weiß, wie viel für der Wagen gezahlt wird. Gut. Stopp. Das Recht nehme ich mir. Ich lasse mir nicht einfach den Mund verbieten. Welches Recht nehmen Sie sich? Zu erklären, was es mit dieser ganzen Geschichte auf sich hat. Weil ihr konfrontiert mich gerade immer noch damit, dass es mir wegnehmen soll. Und ich sage euch, wenn ihr das tut, schneidet ihr euch in den eigenen Finger. Ja, stopp, stopp. Nee, nicht bitte, stopp, jetzt bitte, stoppen bitte, Sie mal bitte, ganz bitte, kurz. Nein, ich will nein, Ihnen bloß nein. mal, wir ich wollen Ihnen das Auto nicht wegnehmen. Das ist totaler Quatsch. Es mir stillzulegen und mich ohne Nummern schildern. Es ist still, ihr Licht. Nein, es ist nicht. In dem Moment, wo wir hier aufgetaucht sind, und keine amtlichen Kennzeichen daran feststellen konnten, deutschen amtlichen Kennzeichen an diesem Fahrzeug feststellen konnten. Damit ist dieses Fahrzeug stillgelegt. Wie muss denn ein Kennzeichen aussehen, das in einem anderen Land registriert ist und in Deutschland fährt? Wie bitte? Was macht er denn Sie haben, mit einem französischen Auto? Passen Sie auf, Sie haben, das Fahrzeug hat ja eine Zulassung, eine deutsche noch. Nein, es hat eine terrianische. Nein, es hat eine deutsche Zulassung. Und das ist auch noch in Deutschland eingetragen und in Deutschland zugelassen und sogar auch noch versichert. Wobei ich ja gefragt hatte, ich wollte den Kaufvertrag sehen. Und den können Sie mir aber nicht beibringen. Den Kaufvertrag für dieses Fahrzeug. Wo ich jetzt davon ausgehen muss, das Fahrzeug ist noch amtlich in Deutschland zugelassen, hätte Kennzeichen dran haben müssen, mit denen Sie es gekauft haben, beziehungsweise er oder wer auch immer, ist mir auch vollkommen wurscht, wer das gekauft hat. Jedenfalls hätten diese amtlichen Kennzeichen noch dran sein müssen und die sind nicht mehr dran. Das heißt, und für diesen Staat, der da angeblich, wo die Kennzeichen her sind, diesen Staat kenne ich nicht. Und Sie können mir auch von diesem Staat kein amtliches Dokument vorlegen. Sie kennen nur irgendwelche Papierkopien. Und mehr können Sie nicht machen. Sie kennen jeden Staat dieser Erde. Was ist an einem Dokument amtlich? Wenn eine amtliche Behörde aus irgendeinem Staat das ausgestellt hat, und das hat es hier nicht, die können mir nur Kopien vorlegen. Ja, oder selbst erstellte Zulassung, selbst erstellte Verträge und.
ich bin aber meine eigene Autorität. Nein. Und wenn Sie meine Papiere... Nein, in einem Sklavenstaat natürlich nicht. Nein, aber ich bin kein Teil dessen mehr. Ich unterstehe nicht mehr irgendwem und mir untersteht auch niemand mehr. Pass auf, wo haben Sie Ihren ständigen Wohnsitz? Nirgendwo. Im Auto. Wo haben Sie Ich habe Sie seit zwei Wochen keinen im Auto. Seit zwei Jahren keinen festen Wohnsitz. Extertal, was Sie eben gelesen haben, ist, wo ich zuletzt ohne festen Wohnsitz gemeldet war, bin, wie auch immer. Man sagte mir, es sei nur 3 Monate gültig. War mir aber schnuppe, weil das nicht mehr mein Spiel ist. Weil meine Welt, von der du da gerade redest, ist eine, die schon Tausende und Hunderttausende auf diesem Planeten teilen, weil sie davon erfahren haben. Weil sie von Möglichkeiten erfahren haben, die wir gerade erst bekommen, durch diese weltweite Vernetzung auf einmal auch ein ganz anderes System einzuführen, in dem ich seit 7 Jahren lebe. Und zwar ziemlich gut. Und ohne mich irgendwem unterwerfen zu müssen. Können Sie ja, das Einzige, wo ich ständig, immer wieder, wo mir ständig an den Karren gepisst wird, ist, wenn irgendjemand meint, ich würde irgendwelche Autoritätsgrenzen überschreiten. Das ist aber so, dass die das bei mir tun, weil sie mich als souverän nicht anerkennen. Und es ist mir egal, welcher Deutscher sich irgendwie als Teil eines souveränen Staates fühlt. Solange wir Volk sind, sind wir Gefolge und laufen irgendwelchen Leuten hinterher, die uns weismachen, wir hätten sie gewählt aus einer Schublade von zur Verfügung stehenden. Aber kann ich dich als Führer wählen? Wir kommen hier nicht zu Potte. Wir kommen hier nicht zu Potte. Ich werde mal kurz, ich muss mal kurz machen. Wir kommen hier echt nicht zu Potte, junger Mann. Sie verstehen mich nicht, beziehungsweise Sie wollen mich nicht verstehen. Sie können auch, Sie können auch, Sie können auch, Ihre Miete zahlen. Das ist logisch. Die müssen hier für das Geld tun, was man ihnen sagt. Aber das geht auf meine Kosten und ich kann das nicht einfach so zulassen und hinnehmen. Nicht mehr. Früher war ich dumm genug, es zu tun. Heute weiß ich von ganz anderen Dingen und weiß, dass der Staat, den ihr hier vertretet, wo ihr wir sagt, er sei Staat. Legitim. Wir vertreten hier das Gesetz, nicht den Gesetz? Staat. Das Grundgesetz? Genau. Genau. Das nicht eine Verfassung ist, sondern ein Grundgesetz für eine besetzte Zone, die wir nach wie vor sind und kein Deutscher es kapiert, weil die Medien ständig was anderes erzählen. Und ihr erzählt mir, ich würde in meiner Welt leben. Ich würde euch empfehlen, noch eine halbe Stunde hier Pause zu machen und euch noch ein paar Denkanstöße reinzuholen. Versteht das sowieso nicht, er wird damit auch weiterfahren. Nee, genau. Also alles reinkloppen, alles was wir haben. Ja, natürlich. Alles, Schlüssel, Papiere, alles was wir haben. So sieht's aus. Kennzeichen, das ist Diebstahl und ich mache euch darauf. Ja, Sie können dann eine Anzeige machen. Ihren, also, genau erste das Ansage, erste, genau. Die erste Ansage ist dann... Aber wo machen Sie dann die Anzeige, Herr Mann? Beim ZEB. Und die kommen euch nicht, wisst ihr auch nicht. Ne? Nö. Meine Welt werdet ihr jetzt kennen. Okay. Und dann werdet ihr sehen. Und dann werdet ihr ziemlich schnell begreifen, wie sehr man euch verarscht. Und wie euer Verhalten gegen euch selbst geht. Okay. Okay. Also passen Sie auf. Aber auch deswegen, nichtsdestotrotz, müssen Sie jetzt erstmal unsere Maßnahmen hier vor Ort. Was für Maßnahmen? Die wir jetzt durchführen werden. Wir werden das Auto sicherstellen, weil Sie ja der Meinung sind, Sie werden weiter... Mach mal weiter, ich hol doch mal den Adam. Ja, der soll bitte den Kaufvertrag mitbringen. Ach, urplötzlich haben Sie den Kaufvertrag? Nein, nicht urplötzlich, ich musste... Er hat gesagt, dass der Kaufvertrag in der Nähe ist. Nur hab ich. Nur nicht einsehbar. Ich habe gesagt, dass... Dann holen Sie den Kaufvertrag her. Aber nichtsdestotrotz... Würde ich ganz gern bitte, die Papiere noch haben wollen. Ich sage bitte. Ihr schaut euch bitte erstmal, bevor ich euch noch irgendwas gebe, meine Papiere an. Warum habt ihr sie verlangt? Wenn ihr lest, was da drauf steht, wenn euer Chef liest, was da drauf steht, dann ist es halt so. Ja, dann ist das so. Gut, wie gesagt, ihr. Ja,
Sie haben ja hier recht. Ihr seid euch nicht bewusst, dass das alles ins Internet geht. Ach, hast du ihn schon? Ja, aber und Sie können auch deine Anzeige machen, wegen meiner ist mir auch egal. Ist euch nicht, wird euch da nicht, kommt euch da nicht was komisch vor? Nein. Ja. Das wirklich? 1949. Nee. Ist euch nicht, wird euch da nicht, kommt euch da nicht was komisch vor? Nein. Ja. Dass wirklich? 1949 nee. Wir ein Grundgesetz von den alliierten Kräften aufgedrückt bekommen. Ja, als Artikel 23, als Grundgesetz für eine besatzte Zone, bis das deutsche Volk aus eigener Entscheidung, Junge, machst einen Fehler, aber egal, ich kann nicht mehr als vorwarnen. Ihr habt keine Ahnung, ihr habt keine Ahnung, ihr wisst nicht, was abgeht und ihr wisst es einfach nur noch nicht, aber ihr werdet sehr bald erfahren. Hey, im Internet kursieren mehr als tausende Hinweisvideos auf einen Anschlag in Berlin aufs Olympiastadion. Ach wo, guck hin! Und sag nicht, ach wo. Das hat doch aber... Nein, das, Moment, stopp, selbst, Moment. Warte mal, junger Mann, wenn das denn so wäre mit diesem Anschlag, dann frage ich mich aber, was hat das mit diesem Sachverhalt, den wir jetzt gucken hier zu klären... Gucken Sie sich an, bevor Sie urteilen, ob ich gerade Schwachsinn rede oder nicht. Sie brauchen mir nichts zu glauben. Ich will Sie von nichts überzeugen. Gar nichts. Anders als Sie. Aber Sie wollen mich davon überzeugen, dass dieser Staat legal ist. Und ich sage, das sollten Sie einfach mal überdenken und mal gucken, ob es vielleicht Hinweise darauf gibt, dass das nicht so sein könnte. Hey, ich habe hier ein Angebot. Hey, nee, hör mal, nicht mein Auto kaputt machen, Mann. Das ist doch dran, wir nehmen das ganze Auto mit. Nee, ihr nehmt nicht das ganze Auto mit, das sehe ich noch anders. Nee, erstmal fahre ich nicht damit, aber ich werde damit fahren. Ja, ich muss das Auto, passen Sie auf, das Auto darf im öffentlichen Straßenverkehr nicht ohne amtliche Kennzeichen stehen. Es hat amtliche Kennzeichen, die du aber gerade nicht anerkennst. Und von mir aber erwartest, dass ich anerkenne, was du mir gerade für einen Schwachsinn auftischst, was Schwachsinn ist, glaub's mir. Ja, nein, glaub's mir nicht, sondern überzeug dich, recherchiere selber. Wenn es denn so ist, dann lasse ich mich gerne belehren. Wenn es denn so ist und kommen sollte, so wie Sie sagen, dann lasse ich mich auch gerne... Dann recherchiere, bevor du mir mein Auto wegnimmst, was nicht nur mein Auto ist, sondern vor allen Dingen meine Wohnung, wo, wenn ihr es mir jetzt wegnehmt, nicht nur mein Auto, meine Wohnung, sondern auch noch meine Instrumente und mein Arbeitswerkzeug drin ist. Was ihr mir dann wieder wegnehmt und mir dadurch wieder meine Existenzgrundlage kaputt macht. Bloß, damit ihr am nächsten Monatsersten eure Miete zahlen könnt. Doch, so ist das. Nein, so ist es nicht. Nein, so ist es nicht. In Deutschland gibt es Gesetze, ob nun Strafgesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsverkehrszulassungsordnung, und daran, alles nicht da, sind wir, alles nicht angehalten, diese durchzusetzen, und das machen wir. Ist und von euch auch nicht. Ihr setzt Interessen durch, die nicht eure sind. Ihr setzt Interessen durch, für die ihr Geld bezahlt bekommt. Und das macht den großen Unterschied. Und deswegen nötigt ihr Menschen wie mir euren Willen auf und übt Gewalt aus. Ob ihr das nun so sehen wollt oder nicht, aber Gewalt ist eine Information, die der Empfänger nicht will. Und ich will nicht, dass ihr mir mein Auto wegnehmt. Und wenn ihr es tut, dann übt ihr Gewalt aus und seid Gewalttäter. Dann geben Sie machen Sie die Kennzeichen dran, die an dieses Fahrzeug rangehören. Mann, das sind die. Ich habe keine anderen. Nee. Geht das nicht rein in euren Kopf oder was? Nee, geht nicht rein in meinen Kopf. Ja, dann informier dich über neue Möglichkeiten, von denen ihr einfach noch nichts wisst, weil sie noch zu frisch sind. Aber wenn man mal nicht einfach jemanden als Spinner hinstellt, oder als hätte ich ein Problem mit mir selbst. Ihr habt ein Problem mit euren Autoritäten, nicht ich. Ihr seid für mich überhaupt gar nicht verantwortlich. Mach mal, ja. Ihr seid nichts weiter als ein Sicherheitsdienst. Jo. Sind wir.
Ja. Und ihr kommt in den Wald und nehmt mir meinen Computer weg. Macht keinen Unterschied, ob ihr das seid oder die Mafia. Danach ist der Computer weg und ihr habt mich mitten im Wald gefunden. Dann nehmt ihr mir den ersten Bus weg. Der war noch in Deutschland angemeldet. War soweit alles in Ordnung, aber musste von der Straße. Ja. Habt ihr mich von der Straße geholt. Habe ich auch schon gesagt bekommen, gegen so Typen wie mich könnt ihr was unternehmen. Aber gegen die Typen da oben, die eure Töchter vernichten mit ihrem Gift, könnt ihr nichts tun. Und gegen die tun wir was. Können wir den Kaufvertrag wieder haben? Bitte? Können wir den Kaufvertrag wieder haben? Den können Sie dann eventuell nachher auch wieder haben. Müssen wir erstmal gucken, was hier. Hey, Mann, wirklich von Mensch zu Mensch. Ich bitte darum. Ich bitte darum, erstmal. Das ist ein rechtliches Dokument. Sie können sich das gerne kopieren, aber das Original. Ja, das würde er ja dann auch wieder kriegen. Nachdem ja, das werde ich auch wieder kriegen. Ich weiß, dass das Original, das sind alles seine Dokumente. Das ist wohl alles wahr. Eine weitere Sache. Ihr habt heute Morgen dieses Kennzeichen schon akzeptiert. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Ihr habt ein Knöllchen. Das bedeutet, ihr werdet euch darauf berufen. Ansonsten kann ich dieses Knöllchen gerade mal zerreißen, oder was? Das ist ein amtliches Dokument. Ja, das ist richtig. Das ist ein amtliches Knöllchen vom Ordnungsamt. Das ist richtig. Übrigens im Sitz, da ist noch nicht mal ein Stempel drauf. Nein, das und ist auch. Und da steht ja nicht mal drauf, wofür das überhaupt ist. Naja, weil Sie hier in einer Verkehrsberuhigten, was wir Ihnen schon gesagt haben, Sie stehen in einer verkehrsberuhigten Zone. Falsch. Sie dürfen nur wenn auf der Flucht. Die stehen alle falsch. Nachher auch noch wegmachen. Die stehen auch. Die stehen Theater, alle falsch. Ja, dann. Das ist korrekt. Die behindern aber niemanden. Die kriegen zwar alle eine. Die sind heute wirklich auch die Müllabfuhr und der ganze Lieferverkehr. Die kriegen auch alle eine Bobi-Anzeige ran, die Fahrzeuge. So wie das hier. Bloß von uns, von der Polizei, das sieht das ein bisschen anders aus. Das ist ein grünes Zettelchen. Das kriegen die an ihrem Auto ran. Hat das nicht viel dann mehr mit dem Mann einer Umweltplakette zu tun? Wie bitte? Wieso Mangel mit der Umwelt? Wie kommen Sie denn da drauf? Da war heute Morgen noch eine rote drin. Wie bitte? Da war heute Morgen noch eine rote drin. Und als Mensch unter Selbstverwaltung habe ich tatsächlich die Möglichkeit, auch wenn Sie es sich noch nicht wirklich vorstellen können, nee, kann hier stattdessen eine Werbung reinzumachen, wo drauf steht Google BRD GmbH. Um einen Denkanstoß an die zu verpassen, sie können die gerade ihren, auch, weil auf, sie Geld dafür bekommen, auf, andere sie Leute. In ihrem Auto. Das ist Wegelagerei. In ihrem Auto oder an ihrem Auto rankleben, was sie wollen. Aber keine Kennzeichen, die sie nicht kennen. Oder? Richtig. Ja. Aber keine Kennzeichen, die es nicht gibt. Ja, aber Sie haben sie doch gerade abgemacht. Da können Sie mir doch nicht sagen, dass es sie nicht gibt. Ja, das sind Fantasiekennzeichen. Nee, das sind keine Fantasiekennzeichen. Für mich sind es Fantasiekennzeichen. Okay, ja, passen Sie weil auf. Sie es nicht kennen. Für Sie sind es Kennzeichen, für mich sind es Fantasiekennzeichen. Und okay. Damit hat sie. Einigen wir uns auf Kennzeichen. Das wusste ich nicht. Ja. Das sind Kennzeichen. Ob Sie es nun glauben wollen, noch was oder nicht. Was auch immer. Jedenfalls die von uns nicht anerkannt werden. Jeden Tag werden es mehr. Okay. Und auch die Videos im Internet werden jeden Tag mehr. Okay. Von denen, die das machen. Ich bin nicht der Einzige, der mit diesen Nummernschildern rumfährt. Aber wenn Sie das vielleicht gerade glauben. Bloß weil Sie sich nicht ausreichend informieren. Das ist aber nicht meine Schuld. Kommt ihr mir nicht immer mit diesem Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Doch. Richtig. Ist es, so ist es, leider. Ihr wisst nichts. Und deswegen seid ihr gestraft in eurem komischen Spiel von gegeneinander, wo ihr anderen Leuten wegelagernd irgendwie euren Willen aufdrängen müsst, weil ihr darauf angewiesen seid, weil ihr nicht einfach sagen könnt, ihr wisst, was du willst, ein Ding installieren. Sie sind, Sie sind doch Herr Bernes, oder nicht? Der Käufer. Richtig. Nein, ich bin nicht der Käufer. Ich habe dieses Fahrzeug geschenkt bekommen. Mhm. Schwer, ne? Aber hier steht Bernes. Das sind Sie doch.
oder nicht? Ach, ich habe den unterschrieben. Ja, alles klar, nee, dann bin ich der Käufer. Richtig. Verstehen Sie nicht, okay. Der ist mir geschenkt. Passen Sie auf. Herr Beres. Pass auf, das Auto brauchen wir ja nicht mitnehmen. Wir machen das ganz anders. Das, er hat sich ja als Eigentümer, wir haben ja einen Kaufvertrag. Er hat den Kaufvertrag unterschrieben. Von ihr hat er gekauft. Wir schreiben uns bloß hier auf die Daten. Ja. Am 8.6. Ja. Ich habe noch eine andere Frage. Herr Beres, das sollte er danke, nicht wissen. Danke. Herr Beres. Und ja? Danke. Und er als Eigentümer, als neuer Besitzer des Fahrzeugs, hat sich darum zu kümmern, dass das Fahrzeug wegkommt. Ja, das ist richtig. Wir weisen ihn bloß darauf hin, dass er damit nicht am Straßenverkehr teilnehmen darf. Und er muss das aber unverzüglich hier entfernen, weil es hier halt falsch steht. Weil es ist nicht ist versichert richtig. Und es hat keine das amtlichen deutschen Kennzeichen. Es ist sogar besser versichert als Ihr Gut. Auto. Wer, ich mache Sie bloß darauf aufmerksam, wenn Sie jetzt damit fahren, mit dem Auto, wenn Sie jetzt damit fahren, fahren Sie ohne Versicherung. Nein, das stimmt nicht. Und dann begehen Sie eine Straftat. Nein, ich bin versichert, auch wenn Sie das noch so nicht okay. kennen. Okay. Das ist Ihre Ansicht, meine Ansicht ist eine andere. Und mein Wissen ist ein anderes. Nee, Sie sind einfach stur. Okay. Nicht? Ist es nicht Nein. so? Nein. Ich habe Ihnen vorhin schon mal, okay. pass auf, ich habe Ihnen vorhin so. Schon mal gesagt, ich lasse mich gerne belehren, wenn es denn so ist, aber es ist momentan so. Noch nicht so, Doch. Gott sei Dank. Nein. Gott sei Doch. Dank, wenn ich auch nicht an ihn glaube. Und deswegen ziehen wir unsere Maßnahmen durch. So, aber dann bitte. Sie haben noch nicht die Frage beantwortet, wie ein Kennzeichen aussehen muss, was in Tirania angemeldet ist, beziehungsweise in einem es anderen gibt Staat. Staat Tirania nicht. Doch, okay, wie muss ein Kennzeichen aussehen, das in einem anderen Staat als Deutschland gemeldet ist und doch in Deutschland fahren darf? Dann haben Sie von diesem Staat. Ich bin ein Bürger dieses Staates. Ich verbürge du mich hast, dafür. Bauchi, du hast doch die Unterschrift von deinem Bürgen. Der hat dir doch quasi amtlich ausgestellt. Ja, meine Papiere haben sie schon eingezogen. Interessieren sie nicht großartig, wollen Nein, sie nicht lesen. Nein, das bekommen sie doch alles wieder. Dann ja, und da nicht, steht doch... Ja, deswegen kann ich aber trotzdem gar nicht... Bitte? Kann ich noch mal ganz kurz... Also ich mache auch noch einen Monat oder fünf. Außerdem, der Fahrzeugbrief kriegen Sie alles wieder. Das können Sie alles wieder haben. Ja, den brauchen wir nicht mehr. Genau, den Fahrzeugbrief. Richtig. Den ziehen wir ein. Richtig. Alles den klar. Den Brief? Na, die Fahrzeugzulassung. Die amtliche Zulassung für dieses Fahrzeug, die ziehen wir jetzt erstmal. Den Schein oder den Brief? Nein, den Schein. Nein, den Schein. Den kleinen. Den kleinen. Der Brief bebrief, dass ich den... Ja, genau. Dass das Auto ihm gehört, den Fahrzeugbrief, das hat er ja mit dem Kaufvertrag bewiesen, dass es sein Fahrzeug ist. Der Wagen ist abgemeldet, auch wenn er noch nicht als abgemeldet registriert ist. Deswegen ist es blöd und es ist Müll. Genau, hat er ja selber gesagt. Und demzufolge ziehen wir das Ding nämlich an. Genau. Alles klar? Haben Sie mich verstanden? Ist vielleicht schwer, aber es ist Nee, so. Das Ding ist ja, wir können das ja verstehen. Wir haben Na, das dann ja ist doch gut, wenn Sie mich verstehen. Verstanden. Na, dann ist doch super. Was wir nicht verstanden haben, war, warum irgendwie alles in dieser Welt so total den Bach runtergeht. Und dann haben wir mal genau hingeguckt. Und dann haben wir es rausgefunden. Ja, aber glauben Sie... Und dann haben wir neue Möglichkeiten gefunden. Glauben. Wisst ihr irgendwas von Permakultur? Wisst ihr, dass es Möglichkeiten gäbe, wirklich innerhalb von einem halben Jahr dafür zu sorgen, dass kein Mensch auf diesem Planeten mehr hungern muss? Wisst ihr, dass es Möglichkeiten das gibt, weiß ich. Hanf, wenn man Hanf legalisieren würde, und zwar den Nutzhanf, ich rede nicht vom Kiffen, könnte man dafür sorgen, dass keine Regenwälder mehr abgeholzt werden, dass nicht die ganze Zeit unser Mutterplanet... Das sind jetzt zum Beispiel Sachen, was ich Ihnen alles abnehme und alles glaube und auch alles selber weiß. Das. Wir tun unser Bestes, um das zu leben. Das nehme ich Ihnen auch alles ab und das glaube ich Ihnen auch alles. Und das ist auch, wäre auch alles super, wenn das so wäre. Leider leben wir aber in einer Welt, wo es halt nicht so ist. Und wo jetzt in dem Moment, wo wir uns hier wegen irgendwelchen, in Anführungsstrichen, Scheiß unterhalten,
sterben Hunderttausende von Kindern auf der Welt an Hunger. Genau, richtig. Genau. Und ich habe gerade gesagt, dass es Möglichkeiten gibt, innerhalb von einem halben Jahr dafür zu sorgen, dass kein Mensch mehr sterben muss. Ich habe Ihnen das vorhin aber auch schon gesagt. Wenn es dann irgendwann mal soweit ist, dann kaufe ich Ihnen das auch alles ab und dann glaube ich Ihnen das auch alles. Wenn es dann irgendwann mal soweit ist, dann kaufe ich Ihnen das auch alles ab und dann glaube ich Ihnen das auch alles. Nein, das aber momentan ist es leider noch nicht so. Und eben leider, weil Sie es nicht zulassen. Ja. Hey, wir leben in dieser Parallelgesellschaft, wo es darum geht, dass man sich gegenseitig hilft. Deswegen bin ich auch besser versichert. Ja, ist, auch, als ist ja auch schön, wenn man sich geht. Versichern ja, könnte. Aber Sie müssen nein, Sie verstehen eine staatlich das nicht. Anerkannte Leute. Versicherung haben. Hey, warte, ich erkläre, wie es funktioniert. Ich kann mir schon vorstellen, wie das funktionieren soll. Ich habe in meinem Netzwerk tausende Leute mit jeweils einem eigenen Freundeskreis. Ja. Wenn ich eine Anfrage habe, wie zum Beispiel, ich brauche ein Auto für das, was ich jetzt vorhabe. Ich habe eine Woche gebraucht und hatte dieses Auto gestiegen. Ja, schön. Schön. Ja, super. Hey, wenn du mir ein Auto kaputt fährst, dann sind wir erst mit deiner Versicherung monatelang am Streiten, wer schuld war. Und bis ich mein Auto repariert bekommen habe, ist das schon wieder längst verrostet. Alles richtig. Ich bin besser versichert als du. Ja, das können und Sie mir aber nicht beweisen. Ich kann Ihnen gerade sagen, ich habe dieses Auto in einer Woche manifestiert. Und ich genauso kann ich das mit einem anderen Auto auch. Und wenn ein Auto kaputt ist, dann kenne ich den passenden in meinem Umfeld, durch mein Umfeld, der sagt, hey, bring mir das Ding vorbei. Ich habe gerade Möglichkeiten, mich nützlich zu machen und mache es gerne. Und mache es wieder heil. Und mache es heil und das ist dann ja am Ende. Ja, aber wenn ein anderes, das muss er ja dann auch hell machen im Endeffekt. Ja, genau. Man hilft sich gegenseitig. So einfach ist das. Ja, aber so macht man ja, ist ja auch, es ist ja auch schön, wenn das, sage ich mal, so... Ja, wie soll ich jetzt ausdrücken? Wunderschön. Du kannst dir nicht vorstellen. Ja, wenn das überall so wäre und immer so wäre. Aber so ist es leider nicht. Wir bauen es gerade auf. Ja, ist auch in Ordnung. Wenn Sie da, und Sie machen es gerade kaputt? Hören Sie zu. Ich mache es nicht kaputt, nein. Sie verbieten uns zu fahren und diese Botschaft in die Welt zu verbreiten. Wie bitte? Sie verbieten uns zu fahren und diese Botschaft in die Welt zu verbreiten. Ja, weil Sie sich nach hier in Deutschland, solange wie Sie noch in Deutschland sind, diesen Staat Terranier, den gibt es nicht. Deutschland den gibt es nur virtuell. Nein, der ist gegründet worden von Menschen. Sorry, mal ganz im Ernst. Frag mal einen Vogel, wo Deutschland sind und wo die Grenzen von Deutschland sind. Das ist in unseren Köpfen. Unsere Köpfe haben definiert, wo eine Grenze lang läuft und wo das Herrschaftsgebiet eines Königs oder einer Regierung endet. Und wo das Herrschaftsgebiet einer anderen einfach. Und wenn sie sich nicht einig sind, dann machen wir noch zwischendurch Krieg. Ja, sie machen 51% des gesamten US-Haushalts. Sämtlicher eingenommener Steuern, 51% gehen in die Waffenindustrie. Ja, finde ich auch nicht okay. Mal ganz im Ernst, was haben wir davon, wenn wir samstags uns irgendwo in der Stadt treffen, ihr auf der einen Seite, wir auf der anderen Seite, da oben freuen sie sich, dass da wieder Hauptsache wieder jemand gegeneinander ist, aber von uns freut sich doch keiner. Nee. Mann, ihr habt doch auch Uniformen an, die ihr irgendwann mal auszieht und dann irgendwann mal zu Hause. Ich bin dazu da, die in diesem Staat geltenden Gesetze durchzusetzen. Ja, das und ist in das diesem Problem. Und Sie haben und sich, macht, Sie haben sich doch macht, an diese Gesetze in diesem Staat zu halten. Warum? Und machen Sie das nicht, wo habe ich bin ich wieder am Zuge. Ja, aber Sie sind er hat Ihnen Schaden doch die amtliche Zulassung gegeben mit der Unterschrift eines Bürgens von Terranier. Nein, das ist keine, wie gesagt, das ist kein real existierender Staat. Dieser Staat wurde von Menschen gegründet. Nein. Nein, das ist... Mann, Deutschland ist immer noch besatzte Zone. Und wenn irgendjemand sagt, was wirklich ist, nämlich, dass wir eigentlich noch die Reichsgrenzen vom Deutschen Reich vor Hitler haben, wird er sofort in die rechte Ecke gedrängt. Deswegen haben wir gesagt, das ist Blödsinn. Ich will auch überhaupt gar kein Deutscher mehr sein, auch kein Reichsdeutscher mehr. Ich möchte einfach ein freier Mensch sein. Ich möchte diesen Planeten genießen.
Und wenn wir uns das endlich mal gegenseitig zur Verfügung stellen, dann können wir das machen. Aber wenn wir die ganze Zeit weiter tun, was wir sollen, nämlich irgendwelche Gesetze durchsetzen, die uns allen nicht dienlich sind. Wirklich, ich mache seit 7 Jahren, ich habe ein einziges Gesetz. Richte keinen Schaden an. Dann kannst du machen, was du willst. Wenn du denn, warten Sie mal, wenn denn alle Bürger, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, so eine Einstellung haben, dann wäre das ja auch alles okay. Ja, und dann bräuchten wir auch keine Polizei mehr. Richtig. Weil alle ehrlich wären, keine Verbrechen geben würde und so weiter und so fort. Und deswegen fahren wir mit dem Fahrzeug rum. Mittlerweile ist es aber leider noch nicht so. Und ja, es wird aber durch dieses Auto kann ich meinen Beitrag, und das ist ein guter, effektiver Beitrag. Passen Sie auf. Wenn ich Ihnen einen Tipp gebe, können Sie jetzt sagen, Sie sind da doof, oder ich habe ja eine amtliche Zulassung von Terranier. Nee, wenn Sie diese Botschaft, die Sie mir jetzt übermitteln wollen, die ich ja, sage ich mal in Anführungszeichen, vielleicht gar nicht so schlecht finde, wenn es denn so wäre, aber dann vernünftige Zulassungsschild dran, eine vernünftige Versicherung, und dann können Sie durch Deutschland fahren und können den Leuten erklären, wie Sie sich vorstellen, wie man halt leben könnte auf der Welt. Dann sagen Sie uns, was an der Zulassung nicht amtlich ist. Die ist von den Bögen von jemand anders unterschrieben. Es ist von keiner amtlichen Behörde eines real existierenden Staates. Der Staat wurde von Menschen gegründet, die haben eine Verfassung geschrieben. Und die Bundesrepublik Deutschland nicht akzeptiert, wenn jemand austritt, Staat. Doch, er ist anerkannt, und zwar von all seinen Bürgern. Ganz einfach. Es ist ein, ich bürge für diesen Staat weitaus mehr, als das für Deutschland jemals getan habe. Als das jemals konnte. Glaube ich nicht. Weil ich in Deutschland das nicht verpflichtet war. Kann ich mal kurz von meinem Kollegen da unterhalten? Mal so 2 Meter. Dann ist die Nachricht also angekommen, ne? Ja, leider. Zum Telegram oder was man auch schickt. Was denn? Wo haben Sie denn den Führerschein her? Wo ich den her habe? Ja, das würde mich ja mal interessieren. Aus? Was ist das? Düren? Traumkennzeichen. Habe ich damals gemacht, wo ich 19 war, als ich aus Amerika zurück war, 93, 23.08.93. Passen Sie auf, Herr Barrett, wir können hier diesen Stempel, Sie sehen ja, dass auf dem Bild ein Stempel drauf ist, ne? Ja, Düren. Ob der von Düren ist, kann man hier draus nicht mehr erkennen, weil der Stempel geht ja nicht mehr ganz rum. Also bis jetzt hat sich ja ehrlich gesagt noch nie jemand darüber beschwert. Passen Sie auf. Vielleicht drauf gekommen, vielleicht mal einen neuen machen zu lassen. Passen Sie auf, ganz einfach. Ganz einfach, da Sie ja Personalausweis nicht mehr im Besitz eines Personalausweises sind, was Sie uns ja gesagt haben, müssen Sie uns mal zum Abschnitt begleiten. Sie sind da schon mal anders. Sie haben schon mal Fingerabdrücke gegeben. Genau. Richtig. Ja. Und da wollen wir nämlich bei uns auf dem Abschnitt in der Friedrichstraße jetzt gucken. Ich habe meinen Fingerabdruck auf meinen Personenausweis. Ob Sie das sind mit diesen Angaben in dem Führerschein und dann anschließend dürfen. Die ganzen Tattoos wahrscheinlich alle selber. Habt ihr keine Bilder hier? Wir gucken sie einfach mal. www.youtube.com/ichbinbauchi. Also echt, bloß weil ihr mich nicht kennt, kann ich nichts dafür. Die meiste andere Polizei kennt mich. Gut, machen wir mal. Wohnen Sie jetzt da? Nein. Wo wohnen Sie? Da wohnen Freunde. Er wohnt im Bus. Er wohnt im Bus. Gut. Wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, Sie müssen sich dann dahin darum kümmern, dass das Auto hier wegkommt. Aus dem öffentlichen Straßenverkehr. Es müsste dann irgendwo, solange, bis es eine
Versicherung hat, eine richtige, ordentliche Versicherung und Zulassung, solange irgendwo auf dem Privatgelände stehen. Wo ist denn Privatgelände? Naja, also ich weiß sorry, ja nee, aber Sie sagten ja, Sie haben, Sie haben ja genug Leute, die Sie kennen. Sie hat mich fast gekriegt. Durch dieses Netzwerk. Durch dieses Netzwerk, die schreiben sie einfach an und die möchten ihnen helfen und dann kommt da bestimmt jemand her mit ein rotes Versicherungsüberführungskennzeichen. Dann können sie das da hinfahren, wo sie so lange abstellen, bis sie das vernünftig, ordentlich zugelassen haben. Wieder. Alles klar? Wie kriegt man denn die Anerkennung für den Staat Terranier? Da bin ich echt überfragt. Ja, da sind Sie Weil Sie sich meine Papiere mal angucken würden. Das ist das, was Sie bezweifeln. Und wenn Sie Terranier anerkennen würden, dann hätten wir hier gar kein Problem. Aber ich erkenne euren Staat nun mal genauso wenig an. Deswegen kann ich euch das nicht übel nehmen. Genau. Nur, dann machen wir das Auto jetzt zu und dann fahren wir fix zum Abschnitt. Momentchen, ich kriege erstmal meine Papiere bitte wieder, wenn ihr sie sowieso nicht angucken wollt. Die kriegen Sie dann auf dem Abschnitt wieder. Bevor Sie bei uns die Wache verlassen, kriegen Sie alles wieder. Das ist Nötigung. Das ist Nötigung. Das habe ich Ihnen ja gesagt, der Rechtsweg steht Ihnen offen. Sie können sich gerne dann, wenn es soweit ist, eine Anzeige machen. Das ist eine Entführung. Ich habe gerade keine Lust. Und ihr habt das Problem, dass ihr mich nicht identifizieren könnt. Obwohl ich sage, ich habe meine Fingerabdrücke bei mir, könnt sie abgleichen. Und ich habe sogar auf dem Papier... Nee, warum muss ich dann mitkommen? Holt doch euren Scheiß nach hier. Also, wollen wir es mit, ich habe es jetzt vorhin schon gesagt, wir müssen jetzt nicht zur Beute kommen. Wir stehen jetzt eine Stunde. Ja, genau. Ihr müsst schon immer. Lange, wir kommen hier nicht zur Beute, es geht nicht raus. Ja, aber das kann ich doch nicht. Bitte. Also meinetwegen brauchen wir nicht. Ich muss ehrlich sagen, also ich finde es auch komisch, so ohne Nummernschilder, also als Fahrradfahrer. Für die Gut, von Autos mischen sich mal nicht ein, junger Mann. Am besten Sie ziehen weiter. Einfach kein mal, Problem. Oder gehen Sie ein paar Meter weiter. Das ist hier eine öffentliche Angelegenheit, da kann jeder einfach Zeuge sein. Es wird sowieso ins Internet gestellt. Ich habe eine Maßnahme durchzusetzen momentan. Ja. Und möchte bei dieser Maßnahme nicht gestört werden. Sie handeln im Interesse des Volkes, also kann jeder aus dem Volk dran teilnehmen. Ich habe eine Maßnahme durch, bei der Sie mich dabei aber sehr wohl stören. Ja, ich habe den ja schon längst gerufen, warum der allerdings auch nicht gekommen ist. Ja, kann ich mir vielleicht wenigstens erstmal eine andere Hose anziehen oder sowas? Nee, jetzt bleiben Sie bitte mal hier, weil hier sind Sie betroffen an der Maßnahme und die Maßnahme an einer Maßnahme. Richtig. Und jetzt müssen wir auch diese Maßnahme durchziehen. Wie gesagt, ich möchte nicht, dass Sie gegen werden, weil sonst müssten wir halt unmittelbaren Zwang gegen Sie anwenden. Das heißt, Handfesseln dran, zum Boden bringen, wehtun, Aua und Fesseln. Also es kann also Süd von Süd 301. Ja? Darf ich ein Auto kommen? Gerne. Hier, willst du die auch noch halten? Alles, was Sie haben, können Sie dann dem Kollegen geben. Geben Sie dann rüber. Ja? Nimmst du das mal bitte? Genau. Ich werde Sie aber trotzdem auf den. Nee. Doch. Nee, aufgrund der Ersatzsituation. Hey, ich habe den Daumen verstaucht und. Wir sind ja auch vorsichtig. Okay. Wir machen das letztes Mal auch gesagt und damit soll ich die Sache um die Tore fahren. Danke. Das ist viel zu eng geregelt. Bitte? Danke! Der Kollege passt auf. Ja, ihr. Aua! Dann dreh dich doch nicht. Ja, was muss er noch sagen, ey? Du drehst mir gerade das Ding da um, obwohl es zu eng ist. Passt nicht, ist. Und gut, einfach. Dreh es jetzt bitte mal.
Hör mal, geht's noch? Ja, dann spalte ich. Ja, ist... Hey. Nee. Ey, das darf nicht wahr sein. Keule. Ja, geht doch. Ja, scheiße. Immer die scheiß Lauerei. So, jetzt können wir. So. Jetzt guckt euch an, wie meine Arme sind. Könnte ich bitte die Schlüssel, die nicht zum Wagen gehören, wieder haben? Ja, die nicht zum Wagen gehören können. Bitte sofort. Mann, meine Handgelenke tun weh. Mann, jetzt, ich kann nichts dafür, wenn ihr frustriert seid, wenn ihr auf freie Menschen trefft, Mann. Was soll das denn? Genau, ich werde es aber trotzdem auf den... Nee. Doch. Nee, aufgrund der Situation. Hey, ich habe den Daumen verstaucht und... Wir sind ja auch vorsichtig. Okay. Das ist schon unser Sicherheit. Wir haben letztes Mal auch gesagt und damit 60 Sekunden bevor wir fahren. Danke. Das ist viel zu eng. Bitte? Danke. Der Kollege passt auf. Ja, ihr... Aua! Dann dreh dich doch nicht. Ja, was muss ich noch sagen? Ey? Du drehst mir gerade das Ding da um, obwohl es zu eng ist. Passt nicht, ist gut. Einfach... Dreh es jetzt bitte mal. Hör mal, geht's noch? Ja, dann spalte ich. Ja, ist... Hey. Nee. Ey, das darf nicht wahr sein. Keule. Aber geht doch. Ja, scheiße. Immer die scheiß Lauerei. So, jetzt können wir. So. Jetzt guckt euch an, wie meine Arme sind. Könnte ich bitte die Schlüssel, die nicht zum Wagen gehören, wieder haben? Ja, die nicht zum Wagen gehören können. Bitte sofort. Mann, meine Handgelenke tun weh. Mann, jetzt. Ich kann nichts dafür, wenn ihr frustriert seid, wenn ihr auf freie Menschen trefft, Mann. Was soll das denn? Der Kollege wollte mir noch die Schlüssel wieder geben. Mach da sofort. Ich kann einen Augenblick machen. Die Schlüssel? Ich muss das jetzt den Hundi hier nicht einklemmen. Können Sie bitte weggehen? Sie wollten mir die Schlüssel wieder geben, die nicht zum Wagen gehören. Das kann ich natürlich machen, aber Sie behindern hier die Kollegin. Können Sie bitte zwei Schritte zurücktreten? Der Hund gehört zu ihm. Der gehört zu ihm. Aber Sie passen da jetzt auf ihn, ne? Auf den Hund. Der Hund gehört zu ihm. Ja, dann bringen wir ins Tier. Dann bringen wir ihn ins Tier. Oder passen Sie auf den Hund auf, solange? Wenn er mich fragt, dann könnte ich das tun. Aber solange wie er mich darum nicht bittet. Pass auf den Hund auf. Wenn du das möchtest, mache ich das. Gehört schon. Dankeschön. Gut, weg. Soll ich mitfahren? Nee. Jetzt ist okay. Wie geht's dir überhaupt? Nee, das hat den Bus. Der ist, als wenn es Ärger hätte geben können. Okay, gut. Worum geht's hier? Es geht darum, dass dieses Fahrzeug da drüben nicht auf Deutschland angemeldet war, sondern auf Terrania und die Polizei den. Was? Auf Terrania. Und die Polizei den Staat Terrania nicht anerkennt. Und deswegen haben sie jetzt den... Wie heißt dieses Land? Tyrannia? Terrania. Terrania? Ja. Okay. Von Terra, Erde und Nia und unsere Erde. Hm. Wo ist das? Terrania ist in Deutschland gegründet worden von freien Menschen. Und hat sich eine eigene Verfassung gegeben und daraufhin wurde das Auto dann auch auf diesen Staat angemeldet. Hm, ja, logisch. Ja. Und habt ihr auch sowas wie eine Website oder eine Nationalhymne oder sowas? Terrania.org. Terrania mit Doppel-R und genau. IA hinten. Genau. Okay, dann schaue ich gleich mal nach, wo das ist. Ich meine, ja, gerne. Ich bin, weißt du, ich bin immer interessiert an Geografie, also, ja. Ja. Okay. Aber es geht eher darum, dass Deutschland keine Verfassung hat, sondern nur ein Grundgesetz und damit
nur eine Besatzungsmacht und die Deutschen sich keine eigene Verfassung gegeben haben. Und deshalb haben sich Menschen zusammengeschlossen und sich selbst eine eigene Verfassung gegeben, um eine Republik darzustellen. Und wie lautet diese Verfassung? Die ist im Internet unter terrania.org nachzulesen. Hm. Ja, verstehe. Also ich meine, ich habe auch im Internet über solche Sachen, eben diese Sachen, dass Deutschland keine Verfassung hat, sondern nur ein Grundgesetz und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich auf diese Seiten gestoßen bin, dann waren da auch gleichzeitig irgendwelche Sachen, also sage ich es einfach nur aus meiner Erfahrung, auf den gleichen Seiten war dann immer irgendwie gleich die Rede davon, dass die bösen Alliierten haben die deutsche Seele zerstört und so Zeugs. Mhm. Ich weiß nicht, was meinst du dazu? Ich meine, dass es einfach darum geht, dass wir uns nicht von anderen irgendwas sagen lassen, sondern dass wir selber Eigenverantwortung übernehmen. So. Und was damals irgendwann war, so, naja, das war mal. Aber das, was jetzt ist, das möchte ich mitbestimmen. Ja, das ist auch korrekt. Das ist korrekt. Die Sache ist nur, wo ich, also diese Sache mit dem Grundgesetz in der Verfassung habe ich schon ein paar Mal im Internet bin ich drauf gestoßen. Ja. Aber immer, muss ich ganz offen sagen, bin ich da auf irgendwelche, ich sag mal ganz platt, rechtsradikalen Meinungen gestoßen, die dann gleich dahin gingen, dass Deutschland den Deutschen und so und alle blöden Ausländer raus und was nicht alles. Und ich muss sagen, da bin ich eher froh, dass wir keine deutsche Verfassung haben. Wer also, sowas sagt, es tut mir leid. Also mit Rechten haben wir recht wenig zu tun. Aber dieses mit dem Grundgesetz-Verfassungsdings, das sind ganz viele Rechtsradikale, die genau dieses Argument dauernd anbringen. Davon habe ich auch gehört. Allerdings, das was ist, das ist. Und wenn das Rechte sagen, dann haben die in dem Punkt vielleicht was erkannt, so. Heißt aber nicht, dass ich deren Meinung jetzt vollkommen vertrete, sondern einfach nur, dass ich die Erkenntnis nutzen kann und sagen kann, okay, dann gründen wir eine eigene Verfassung so. Dann gründen wir ein Volk so. Hm, schwierige Sache. Und fangen einfach mal neu an und gründen den Weltfrieden und gehen anders miteinander um. Gehen irgendwie friedlich miteinander um und nicht auf dem Gegeneinander. Na gut, aber wie gesagt, da muss man vorsichtig sein, dass man nicht irgendwie in so ein Fahrwasser gerät von irgendwelchen Leuten, die sagen, Deutschland wurde betrogen nach dem Zweiten Weltkrieg und eigentlich existiert immer noch, weil wir noch keine Verfassung haben, die eigentlich gültige Verfassung ist immer noch die Verfassung des Deutschen Reiches. Da gibt es ganz viele, die sowas sagen, weil Deutschland heutzutage nur ein Grundgesetz hatten, keine Verfassung, gilt eigentlich noch die Verfassung, weil das ist dann die Konsequenz von vor 60 Jahren. Wir sind ja Besatzungsmacht, eigentlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, der abgelaufen ist und zu dem Zeitpunkt sollte sich das deutsche Volk eine neue Verfassung geben. Ja, und das ist noch das nicht passiert und es geht darum, dass wir uns eine neue Verfassung geben. Und nicht, dass wir irgendeine alte Verfassung anerkennen. Richtig, aber du hast völlig recht, das sehe ich ja auch so. Es geht auch gar nicht darum, dass wir uns irgendwem anschließen, sondern dass wir Selbstverantwortung übernehmen. Dass wir selber was Neues gründen, so. Nee, das sehe ich ja, ist ja auch korrekt. Aber wie gesagt, ich sage nur Vorsicht, weil es gibt ganz viele Leute, die sagen, eigentlich gilt die Verfassung, also das Grundgesetz ist keine Verfassung, von daher fühle ich mich dem nicht verpflichtet. Aber die Leute, die sich auf eine Verfassung berufen, müssen dann gleichzeitig sagen, die Verfassung, die gilt, ist die Verfassung von vor 60 Jahren. Weil das ist die Konsequenz daraus. Und ehrlich gesagt ist mir das Grundgesetz lieber als die Verfassung von vor 60 Jahren. Verstehst du, was ich meine? Also rein also juristisch vor, betrachtet. Vor 60 Jahren habe ich noch nicht gelebt. Da habe ich keiner Verfassung zugestimmt. Da hat irgendwer für mich entschieden. Das kann nicht für mich gelten. Ja, aber wenn man auf diesem Aspekt Verfassung, auf diesem Wort Verfassung rumreitet, das ist das, was die BRD GmbH, also die BRD GmbH beruft sich auf irgendwelche Papiere, dass sie amtlich wären, aber da ist nichts dran amtlich. Das ist die einzige Aussage, es ist nicht amtlich. Richtig, aber völkerrechtlich gesehen heißt es, wäre die Konsequenz dann ja, das Grundgesetz ist ungültig, weil es keine Verfassung ist und immer noch gültig ist dann die letzte Verfassung. Das ist so die Konsequenz, die juristische Konsequenz daraus. Und deshalb muss man vorsichtig sein, wenn man sowas sagt, weil das heißt eigentlich, dass die Verfassung von vor 60 Jahren gilt. Eigentlich ist gerade gar nichts gültig. Naja,
laut vielen Leuten sagen, das Grundgesetz ist nicht gültig, weil es keine Verfassung ist, sondern gültig ist die Verfassung von vor 60 Jahren. Also das ist halt, das ist so diese, das Problem, was ich mit dieser ganzen Aktion habe. Deswegen wurde Terranier gegründet, wo halt eben sich eine neue Verfassung gegeben wurde und wo sich nicht auf eine alte Verfassung berufen wurde. Na gut. Ja, ja, klar. Die Sache ist halt schon die, wenn Terranier wirklich so existiert, auf welchem Grund und Boden existiert Terranier? Weil so eine Verfassung oder ein Volk oder sowas, wie man ein Land, ist immer gegründet auf einem Stück Land halt. Und wenn man in ein anderes Land fährt, wo das nicht gültig ist, dann muss man eben Steuern zahlen oder Zoll zahlen oder sowas oder Durchgangsrechte oder sowas. Also halt, französische Fahrzeuge fahren auch durch Deutschland und zahlen keine Steuern an Deutschland. Ja, weil es Staatsverträge gibt. Die das, aber zum Beispiel, wenn irgendwie jetzt ein, was weiß ich, sonst was, Fahrzeug, ein ukrainisches Fahrzeug, das muss hier durchaus irgendwas zahlen oder irgendwie sich registrieren oder bla bla. Damit, ja, das ist nicht so einfach. Ja, Terranier ist gerade erst neu gegründet und hat noch keine Anerkennung. Und darum geht es hier auch gerade, dass es eine Anerkennung bekommt von Deutschland. Ja, müsste nicht die Anerkennung von Deutschland bekommen, sondern müsste die Anerkennung von der UNO bekommen. Das ist deren Spiel mit den Anerkennungen. Ja, ja. Also, ja. Ich meine, es wird von uns erwartet, dass wir das deutsche Grundgesetz anerkennen und es wird aber nicht neu gegründeter Staat anerkannt. Also ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich kenne dieses juristische Problem mit der Verfassung und dem Grundgesetz, das kenne ich auch. Ja, und aber ich muss sagen, das Grundgesetz als solches, es wäre schön, wenn das Grundgesetz Verfassung wäre, weil ich finde das Grundgesetz gar nicht so schlecht. Naja, stehen ein paar Sachen drin, die... Welche denn? Worauf berufen sich die Polizisten, dass sie jetzt hier gerade jemanden entführen? Naja. Auf das Grundgesetz? Wenn das in dem Grundgesetz steht, ich weiß nicht, ich finde es nicht in Ordnung, dass hier Menschen von der Straße entführt werden. Na gut, ich meine, wenn, also, wenn jemand sagt, ich bewege mich ab jetzt im rechtsfreien Raum, weil ich meinen eigenen Staat gegründet habe, dann ist es klar, dass es geht nicht so. Dass man dann entführt wird, nur was heißt, weil man einem anderen Staat... Was heißt er entführt? Er wird gegen seinen Willen an einen anderen Ort gebracht. Es wurde Gewalt an ihn angewendet. Das hat er laut gesagt. Und ihm wird Körperverletzung zugeführt. Die Polizisten haben gesagt, dass sie ihm Blut abnehmen wollen. Das, ja, gut, ich meine, das ist eine Art der Körperverletzung. Mach mal ernsthaft. Der Körper wird verletzt beim Blutabnehmen. Ey, na gut, ich meine, jeder, der eine Zigarette raucht, der verletzt seinen Körper noch 100-mal mehr. Aber er tut es selbst. Und nicht andere zwingen ihn zum Rauchen. Na gut, es gibt tatsächlich... Da ist ein Unterschied, was man selber macht und was andere einem aufzwingen. Es gibt schon das Primat der Verhältnismäßigkeit. Also die Polizisten, muss ich mal ehrlich sagen, die waren richtig lieb. Also muss ich mal ehrlich sagen. Die waren echt keine bösartigen Menschen, kannst du nicht sagen. Die haben sich sogar entschuldigt. Sie sind hergekommen wegen Falschparkens und... Finde ich auch richtig. Mich ärgert es auch daran, dass irgendwelche Schrottkarren hier rumstehen. Aber sie haben die anderen beiden Fahrzeuge, die da vorstehen, da haben sie die Fahrzeugführer nicht mitgenommen und entführt. Ja, da hast du recht, das hätten sie auch machen sollen, sehe ich genauso. Also eigentlich haben wir Gleichheit. Aber manche sind gleicher, ne? Na gut, ich meine, da hast du völlig recht, die Karren stören mich auch, ja. Die finde ich auch nervig. Hast du recht. Und normalerweise kann man das dann auch unter Bürgern machen. Zum Beispiel könnten sie auch einen Zettel rankleben, so, eigentlich stört mich das Fahrzeug, können sie vielleicht woanders parken. Na gut, die haben halt gesehen, dass da keine Nummernschilder dran sind. Das wäre irgendwie anerkannter, also das wäre verständlicher, als wenn ein Polizist ankommt und sagt, das darf nicht. Weil dann ein Polizist, der wohnt hier nicht, den stört es eigentlich gar nicht. Na gut, aber ich meine, das sehen schon denen ihre Aufgabe hier irgendwie für was weiß ich was zu sorgen. Aber den das hat sich jetzt wahrscheinlich gestört. Das ist es, für was gestört. Weiß ich was.
genau. Das weiß nämlich gar keiner, wofür die das nämlich machen. Na gut. Für mich meinen sie es nicht. Na gut, die haben halt schon gesehen, dass dieses Auto irgendwie keine gültigen Nummernschilder hat. Das ist denen aufgefallen. Ich meine, ja. Keine in Deutschland anerkannten. Aber das liegt daran, dass Deutschland nicht jeden Staat anerkennt. Ja. Ja. Und deshalb Menschen seinen Willen aufzuzwingen, ist Herrschaftsausübung. Ist Unterdrückung. Es ist Unterdrückung. Ist Gegeneinander, ist Kriegsführung. Dadurch entsteht Krieg, wenn Menschen etwas gegen den Willen eines anderen tun. Ich muss dir mal ehrlich sagen, ich meine, ich fahre Fahrrad. Und ich habe häufiger Situationen, dass so Autofahrer mir blöd kommen und es könnte mal was passieren. Und dann ist es schon so, dass ein Autofahrer vielleicht eher aufpasst, wenn er ein Autokennzeichen hat, was gültig ist, einfach weil er dann erwischt wird, wenn er mich platt fährt. Und wenn okay, wir können gerne mal kurz einen Spaziergang machen zum Fahrzeug und ich kann Ihnen gerne was zeigen. Okay, dir. Und zwar hier steht drauf, dass das Fahrzeug versichert ist. Ja gut, aber wenn ich ja platt gefahren werde, dann kann ich dieses Schildchen da lesen. Dann kann ich bestenfalls die Nummer erkennen, also auf so einem großen Nummernschild. Verstehst du, was ich meine? Diese Nummernschilder haben für mich als Fahrradfahrer tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, ich fühle mich sicherer, wenn ich von Autos umgeben bin, die Nummernschilder haben, als wenn sie keine Nummernschilder haben. Denn Autos, die keine Nummernschilder haben oder keine gültigen Nummernschilder haben, also registrierte Nummernschilder haben, die können mich plattfahren und abhauen und super, danke. Deshalb finde ich es gut, dass Autos richtige Nummernschilder haben. Also in ein Fahrzeug mit einem Nummernschild, wenn sie ein Nummernschild haben, ja, und bei der Polizei nachfragen, bei wem sie sich denn da melden dürfen, so wer denn den Schaden begleicht, da wird die Polizei ihnen keinen Namen sagen, wird die Polizei ihnen nicht sagen, an wen sie sich melden. Aber natürlich, wenn ich das Nummernschild sage, dann wäre das schon nachgeforscht, aber hallo. Und wenn es nicht die Polizei macht, dann macht es die Versicherung, aber keine Frage. Es wird nachgeforscht, aber Sie werden nicht erfahren, wer der Fahrzeugführer ist. Ja, das ist mir auch völlig egal. Hauptsache, irgendjemand begleicht den Schaden dafür. In dem Fall haben Sie eine Telefonnummer, eine Internetseite, können sich direkt an den Menschen wenden. Ja, aber wenn er mich jetzt platt fährt, dieses Ding kann kein Mensch lesen im Eifer des Gefechts. Verstehst du? Nummernschild, was dran war, war registriert. Wo registriert? Bei Terrania. Ja, aber Terrania, tut mir leid, das nützt mir nichts. Weil wenn ich da platt gefahren werde von diesem Auto, dann ist da ein Nummernschild, dann liest irgendjemand dieses Nummernschild, fragt bei der Polizei nach, die Polizei sagt, nee, Nummernschild kennen wir nicht, tut mir leid, tschüss, super, danke. Dann sitze ich da mit meinem plattgefahrenen Bein. Verstehst du? Deshalb finde ich es gut, dass es Nummernschilder gibt, die zentral registriert sind, deshalb finde ich es gut. Also ich vertraue dem mehr, wenn ich... Wenn mir jemand seine persönliche Nummer und Internetseite irgendwie sagt, wo alles, ja, aber wo wenn ich er mich alles aus Versehen platt fährt, es geht ja nie um Absicht. Aber wenn er mich aus Versehen platt fährt und dann wird er nicht sagen, du, das ist meine Internetseite, sondern ich sage, ja super, danke. Das nützt mir nichts. Wenn er sie ja, das aus Versehen anfährt, ja, es passiert immer aus Versehen, es passiert nie aus Absicht, das ist schon klar. Dann wird er da bleiben und dafür sorgen, dass Das ist halt die Frage. Und die Sache ist, es stimmt nicht. Wenn er weiß, dass er dann mir ein Leben lang eine Rente zahlen muss oder dass er dafür die Kosten aufkommen muss, dann haut er ab. Vielleicht er nicht, aber jemand anders vom Staat Terrania, weil es nicht registriert ist. Verstehst du? Es ist in Terrania registriert. Ja, aber Terrania. Wenn Sie auf die Internetseite gehen, terrania.org, ja, dann sehen Sie schon auf der Startseite, Sie sehen, wer registriert ist. Und die passenden Kennzeichen dazu. Ja, geschenkt. Die Seite gehen, sehen anhand des Kennzeichens, sehen Sie auch den Namen der Person, der... Ja, aber wie soll denn jemand auf die Seite kommen, wenn das hier so kleingedruckt steht? Das liest doch kein Mensch im Unfall. Wer soll das lesen? Die Internetseite kann natürlich auch noch größer aufs Auto geklickt werden. Also nur mal ehrlich. Wenn ich da platt gefahren werde... Darf ich spielen? Ja, meinetwegen, mir doch egal. Okay. Wenn ich da platt gefahren werde und dann steht da so ein kleines Nummernschildchen hier, da irgendwie willkommen, keine Ahnung, was weiß ich was, aber kein Nummernschild. Zeugen können dieses Nummernschild nicht entziffern oder irgendein Fantasienummernschild, was nirgendwo nachgeforscht werden kann. Und dann liege ich da mit meinem kaputten Bein und dann?
also es ist natürlich... Da muss ich aufs gute Gewissen des Fahrers vertrauen, dass er so freundlich ist, anzuhalten, auszusteigen und sagen, meine Internetnummer ist die und die und die und ich bin Bürger des Staates Terranier. Das mag vielleicht sogar bei deinem Kumpel so sein. Aber der Mensch ist tatsächlich so beschaffen, dass es genug Menschen gibt, die dann sagen, scheiße, ich werde sowieso nicht erkannt, ich hau ab. Wenn sie das Kennzeichen nicht erkennen, dann sind sie genauso dumm dran. Und ja, es ist natürlich und es ist eine gute Idee von Ihnen, die Internetseite noch mal ein bisschen größer aufs Auto zu kleben. Das ja, man ist, sollte sie das dann richtig so groß drauf machen. Das ist wirklich eine gute Idee, ja. Ja, das finde ich. Kann man machen, ja. Gut. So, also, dass da einiges schief läuft, das sehe ich genauso. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass es tatsächlich sowas wie allgemeingültige Gesetze gibt. Also das ist meine persönliche Meinung, weil Gesetze sind dazu da, die Schwachen zu schützen. Heutzutage ist es ja, leider so, dass die Gesetze so benutzt werden, um die Starken zu schützen, und das ist Schrott. Das sehe ich auch so, ja. Oft das schief. Und deswegen sollten wir richtig. Gesetze erschaffen, die den Schwachen schützen. Die Sache ist, unsere Gesetze sind schon gut genug. Wir brauchen keine neuen Gesetze, sondern wir brauchen einfach Menschen, die tatsächlich sie durchsetzen. Darum geht's. Die Gesetze sind okay. Das Grundgesetz ist super. Ich liebe das Grundgesetz. Das Grundgesetz sagt super tolle Sachen. Nur leider werden sie nicht umgesetzt. Das ist das Problem. Wir brauchen kein neues Grundgesetz, wir brauchen keine neue Verfassung, gar nichts. Wir brauchen einfach Menschen, die das umsetzen. Das ist der Punkt. Problem. Wir brauchen keine neue Verfassung, sondern wir brauchen Leute, die sich für die Verfassung einsetzen. Das ist das Problem. Also darum geht's. Die Verfassung ist okay. Wir brauchen überhaupt nichts zu verändern an der Verfassung. Die Verfassung ist super. Wir brauchen auch keine neuen Staaten und so. Der Staat ist okay. Wir brauchen nur Menschen, die sich dafür einsetzen, dass diese Verfassung auch umgesetzt wird. Das ist das Problem. Ja, und das haben wir nicht, weil niemand dieser Verfassung überhaupt, die mitgestaltet hat. Ja, wie gesagt, also wenn ich mir die Verfassung... Weil wir also unsere Verantwortung alle 4 Jahre abgeben. Dann muss ich sagen, wow, finde ich super, finde ich gut. Wenn dieses Grundgesetz wirklich umgesetzt würde, dann würden wir in einer guten Welt leben. Das Problem ist, dass die Politiker, die wir haben, die richten sich gar nicht nach dem Grundgesetz. Die tun nur so. Die schwören zwar aufs Grundgesetz, aber die richten sich überhaupt nicht dran. Das ist das Problem. Aber wir müssen nicht das Grundgesetz ändern, das ist Blödsinn. Das Grundgesetz ist super gut. Wir brauchen Leute, die das Grundgesetz achten. Leider fehlt die Zivilcourage, die Menschen, die das wirklich von sich aus einfach umsetzen. Ja, aber die Aktion, einfach ein neues Grundgesetz zu fordern, eine neue Verfassung zu fordern, ist genauso Pillepalle. Es geht darum... Das ist einfach nur die Antwort auf die Ungültigkeit des Grundgesetzes. Ja, aber das ist auch eine falsche Antwort. Man sollte eigentlich dann sagen, Merkel, du Alte, du trittst das Grundgesetz mit Füßen. Das sollte man sagen. Ja, das ist aber auch wieder ein Gegeneinander. Hey, es läuft auf Auseinandersetzung hinaus, natürlich. Es ist klar. Ich meine, es ist auch ein Gegeneinander. Es ist alles ein Gegeneinander. Es ist einfach eine Erschaffung etwas Neuem. Aber wir sollten froh sein. Eine Alternative. Ja, aber diese Alternative ist überflüssig, weil wir haben schon ein Grundgesetz. Wir haben schon ein allgemeingültiges Gesetz, was tatsächlich vorhanden ist. Wir brauchen da kein neues, wir müssen da keine Energie reinstecken, irgendein neues Grundgesetz zu schaffen. Das Grundgesetz wir ist haben, okay. Wir haben wir die Menschenrechte Leute, die, und die nein, reichen wir, eigentlich aus. Wir brauchen Leute, die einfach mal auf die Straße gehen und den Leuten sagen, hey, du, Alte, richte dich mal nach dem Grundgesetz zum ersten Mal in deinem Leben und schwör nicht nur drauf und laber nicht nur dumm rum. Das ist der Punkt. Wir brauchen kein neues Grundgesetz. Grundgesetz ist super. Ja. Und wo sind die Leute, die einfach die Menschenrechte durchsetzen? Ja, das frage ich mich auch. Hast du völlig recht. Naja, vielleicht kommt es ja noch. Ich muss jetzt schlafen gehen. Ja, gute Nacht. Hat mich gefreut. Gerne. Ich setze es ins Internet, wenn das okay ist, ne? Ja. Auf YouTube. Kein Problem. Aber sag mir Bescheid, wo das ist, damit ich es auch selber sehen kann. Bei YouTube, ich bin Bauchi. YouTube/ich bin Bauchi. Ein Wort, ich bin Bauchi. Genau, ein Wort, ich bin Bauchi. Okay, schau ich mal rein. Gut. Gerne.